meinen Clan auf. Ich hoffte, die Rebellion hätte die Pläne des Großmeisters vereitelt. Aber Sektor hatte die Vision seines Vaters verwirklicht. Die Lin Kuei waren vollständig cyberisiert. Ich schwor Sektor und seine Gefolgsleute zu töten, die Lin Kuei zu reformieren, unsere Ehre wiederherzustellen. Ich interessiere mich nicht für Lin Kuei-Probleme, Sub-Zero. Nachdem ich Sektor endlich tötete, fand ich heraus, dass die Lin Kuei ihre Ehre nicht erst mit der Cyber-Initiative verloren hatten, sondern schon lange zuvor. Es wird kein Frieden geben, Scorpion! Frost! Die Lin Kuei sind immer noch ehrlos. Meister Hasashi, wartet. Worauf? Noch mehr Verrat? Ich hol mir deinen Kopf! Ach, wie gern wäre ich jetzt Sub-Zero. Und schon wieder. Ach, fuck. Erblicke meine Macht. Lass mich halt auch mitspielen. Danke. Du sagst es, Schwester. Leck mich doch am Hinterstübchen, Alter! Ich komme mit Scorpion nicht klar. Ich hol mir deinen Kopf! Allein schon, dass man in der Luft an Ort und Stelle festfrieren kann, ist das... Free-to-play, da hast du vollkommen recht. Scorpion ist gar nicht mein Charakter irgendwie.
Ende. Abgesehen davon, dass ich in diesem Spiel eh nicht so der Oberpferd bin. Wäre cool, wenn man hier auf in der Story die Seiten wechseln könnte. Dann würde ich die ganze Zeit nur so auf Silber spielen hier. Aber lass mich doch mal in Ruhe mit dem Eiszeug. Naja, geht doch. Unsere Geschichte endet nun, Sub-Zero. Was soll das? Ich rief euch nicht, um euch zu verraten. Frost ist stark, ihre Urteilskraft nicht. Sie versteht die Weisheit des Friedens nicht. Ich kümmere mich um sie. Du sprachst von der verlorenen Ehre der Lin Kuei. Über Jahre dachte ich, ihr würdet meinen Clan fälschlich des Mordes an eurer Familie und an eurem Clan beschuldigen. Aber Sektors Cyber-Erinnerungen deckten die Wahrheit auf. Die Lin Kuei müssen sich an die Abmachungen halten, Sektor. Der Großmeister gab Shinnok sein Wort. Shinnok spricht nichts als Lügen, so wie ihr. Meine Bezahlung wird fällig. Ich habe die Shirai Ryu ausgerottet, wie abgemacht. Hanzo Hasashi lebt. Er ist euer Geist, Scorpion. Ich habe Scorpion aus der Seele Hasashis erschaffen, nachdem er starb. Die Vereinbarung wurde eingehalten. Nur der Worte, nicht ihrer Bedeutung nach. Ihr kriegt nichts. Boom. Bombe geplatzt. Azumi. Satoshi. Hätte ich gewusst, welche Rolle mein Clan bei der Ausrottung der Shirai Ryu spielte, wäre unsere Geschichte anders verlaufen. Ich tötete deinen Bruder, weil ich dachte, er... Guan Chi ist verantwortlich für Bihans Tod. Sektor lag falsch. Es gibt noch eine offene Rechnung und Guan Chi wird sie begleichen. Da mal ab die Rübe. Macht ihn los. Scorpion. Wir können. Mein Name ist Hanzo Hasashi. Du hast meine Frau getötet, meinen Sohn. Und dann bist du in meinen Kopf eingedrungen, hast meine Rachegelüste gelenkt und mir so die einzige Chance genommen, sie zurückzuholen. Deine Familie, ich... Schweig, Zauberer. Nichts kann dir noch helfen. Doch, meine Unfähigkeit, mit dem Charakter zu spielen. Teleport unten, das wusste ich schon. Rechts, links, X. Und Takedown. Rechts, X, B. Okay, sind da jetzt auch nicht so mega Moves. Come on.
Das mit jedem Schad gleich gut. Schon. Ah, das sah fast aus wie geplant. Au. Das ist ein Ende. Na, geht doch. Das müsste jetzt aber hoffentlich auch der letzte Kampf mit dem Charakter gewesen sein. Endlich spürst du meinen Schmerz. Scorpion, halt! Au. Amulett. Komm hierher. Lol. Hack die Hände ab! Hack die Hände ab! Oh, Kopf geht auch. Aber wie konnte er den ganzen Satz beenden in der Zeit, wo er einmal das Schwert geschwungen hat? Da ist die Schwarte wieder. Wie klein sie sind. Diese hier grüßt Lord Shin. Quan Chi hat seine Diener gut ausgewählt. Es war weise, mich im Erdenreich wiederherzustellen. Hinter ihrer Abwehr. Er hat sie getäuscht, ließ sich gefangen nehmen. Er wollte hierher gebracht werden. Eine Schande, dass er die Vollendung seines Werkes nicht erlebt. Von dir lasse ich mich nicht überraschen, Cage. Schaff ihn weg. Gelobt sei Lord Shinnok. Machen wir uns auf den Weg. Es befinden sich Erdenreichler im Unterreich. Das weiß ich.